Geht ja in die Bar, trifft andere, dann wird über Fußball gesprochen, Kaffee, genau, Espresso genau. An der Bar. Aber trotzdem, wenn die Italiener, die gehen auch zum Beispiel zum Arbeit und dazwischen, die trinken einen Kaffee und die sind gleich weg. Ja. Das ist so eine Gewohnheit bei uns. Dann Würdest du sagen, italienischer Kaffee ist ein Kunstwerk? Kann man ist das ein so Kunstwerk? Sagen? Ja. Ja, da muss ich sagen. Ja. Ein Espresso. 1,50. Wahrlich ein Kunstwerk, so ein echter italienischer Espresso. Und auch die Vespa ist jetzt laut einem Turiner Gerichtsurteil ganz offiziell ein Kunstwerk. Eines zum Fahren. Mit 12,5 PS GTS-Fahrwerk und viel Eleganz und Grazie. Jeder, der eines der begehrten Italo-Insekten besitzt, darf sich ab sofort rechtschaffen Kunstsammler nennen. Aber die Vespa wäre nicht der erste alte Meister aus dem Süden, der sich in Wien einen Namen gemacht hätte. Antonio Salieri etwa, Mozarts berühmter Gegenspieler, hat die Wiener Gesellschaft der Musikfreunde mitgegründet. Oder Antonio Vivaldi, verstarb schwer verarmt in Wien und wurde auf dem Spitaler Gottesacker begraben. Dort, wo heute die Technische Universität steht und eine Gedenktafel an ihn erinnert. So, Zeit fürs Mittagessen. So, ragazzi, wir sind im Lokal Sfizio, neben mir Antonio, ein Sizilianer, dessen Handschrift das Sfizio trägt. Und das Wort Sfizio ist ein Wort, um eine Kleinigkeit zu beschreiben, und zwar eine Kleinigkeit essen und genießen. Mhm. Es geht nicht um die Qualität vom Essen, sondern auch, wie glaube ich als Architekt, glaube auf die 5 Sinne. Mhm. Muss man gut riechen, ja. Essen, sehen, auch Haptik, ja. Spüren, ja. Ja, im Prinzip. Ja. Alle Sinne, das ist die Kunst. Die Wiener Innenstadt strotzt ja eigentlich nur so vor italienischer Kunst. Ist Ihnen schon mal die massive Goldkugel hoch über der Hauptfeuerwache am Hof aufgefallen? Die wurde von dem italienischen Barock-Bildhauer Lorenzo Mattielli da platziert. Das Schweizer Tor in der Hofburg stammt vom Como-Bildhauer Pietro Ferrabosco, der auch die Donau reguliert hat und das Schloss Neugebäude erschuf. Und die Minoritenkirche wurde unter Josef II. Der italienischen Kongregation übertragen und zur italienischen Nationalkirche Santa Maria Maggiore patronisiert. Genug Kunst jetzt, Zeit für Kulinarik. Italienische natürlich. Buon Appetito. Wir sind jetzt bei der letzten Station unserer Dolce Vita Vienna Tour und zwar in der oberen Augartenstraße im 2. Bezirk im wunderbaren Monte Ofelio bei Dario. Was ist die Kunst des italienischen Lebens? Wie macht man als Österreicher Dolce Vita? Das ist eigentlich simpel.
man genießt die Kleinigkeiten. No? Es ist auch ein Kaffee mit einem Freund, ein Prosecco mit einem guten Freund eben wie dich. Und viele Kunden sagen immer, wenn sie zu uns kommen, ist es ein bisschen wie ein Urlaub. Ja. Ja? Und das ist auch das Gefühl, den wir immer haben wollen. Es ist Spaß, wenn wir ein schönes Lied hören und einfach dazu tanzen, ohne dass man jetzt sich geniert oder so. No? Und das ist eben in diese Kleinigkeiten erkennt man das. Grazie mille. Ho mangiato tutto, es war alles perfetto, perfetto. Vielen Dank. Grazie mille. Oh. Ci vediamo presto, mi raccomando. Sicuramente. Già domani noch ein Rosé natürlich für dich. Und ich hol die Vespa morgen, ja. Der Wein war so gut, es ist besser, ich gehe zu Fuß nach Hause. Ich mache mir gleich eine Runde. Ja. Das wird fantastisch. Ciao, danke dir. Ciao, ragazzi. Buona serata. Ciao.